Willkommen zurück bei Assassin's Creed Liberation. Wir haben Hinweise auf die Mutter hier. Auf Avelines Mutter oder Avelines Mutter oder wie man es jetzt auch aussprechen möchte. Im letzten Part gefunden, erhalten. Und jetzt schauen wir mal, ob wir hier noch weitere solche Hinweise finden. Aber ich habe noch was ganz anderes gefunden, zwar hier oben drauf. Was soll das denn? Hallo? Soll ich denn da hochkommen, wenn die hier nirgendwo klettert? Ach egal, mal einen anderen Mal. Wir gehen jetzt erstmal die Mutter suchen. Dass sie. Oh, Connor hätte sich hier festgehalten. Naja. Lassen wir das. Hören wir auf, die ständig zu vergleichen. Schwupp. So. Hopp. So. Runterspringen ist, glaube ich, keine so gute Idee. Da kommen wir nicht dran vorbei. Was soll das denn? Vielleicht können wir dran vorbei klettern. Ja. Nein, auch nicht. Vielleicht können wir hier auf den Vorsprung. Mal schauen. Nö. Oh, das Wasser ist tief genug, okay. Jetzt sind wir allerdings zu tief. Wir müssen erstmal ein bisschen hoch. Kommen wir hier raus? Moment, wir können tauchen. Wir sind nicht zu tief. Jetzt wird's interessant. Wenn wir gleich erstickt sind, waren wir zu lange unter Wasser. So. Ist ja eine richtig. Das ist ja eine coole Höhle. Das ist. Wow. Riesige Stalaktiten und Stalagmiten. Und für die, die es immer verwechseln, Stalaktiten sind die, die aus der Decke hängen, weil das Ganze dann aussieht wie ein T. Nur so als kleiner Hinweis. Hopp! Ich glaube, wir kommen dem Ende des Spiels irgendwie gerade ganz schnell ziemlich nah, oder? Ich denke mal, wenn sie die Mutter gefunden hat, könnte es sein, dass es vorbei ist. Dann wäre es aber verdammt kurz gewesen. Wenn ich das gerade richtig dann weiß, dann... naja, ich sage jetzt mal noch nichts dazu. Ich heb mir mein Urteil für später auf. So. Da unten ist eine Truhe. Das war knapp. Das war knapp. Bisschen Geld. Erstmal wieder hier hoch. Und alle der Hopp. Wir sollen da rüber. Boah.
Yes, Sir, hat geklappt. Wo ist sie denn? Oh. Juhu. Hier kommen wir so nicht durch. Dann denke ich mal wieder, wir müssen wieder tauchen. So. Ja, sieht doch ganz gut aus. Einfach einmal drunter durchtauchen. Und schwupp. Oh Mann. Moment. W plus Leertaste. Ja, aber wir sollen doch da rein. Wow! Oh, ich dachte jetzt schon, wir stürzen ab. Meine Güte. Schrecksekunde. Wie sie da einfach hochläuft, eigentlich auf so einen kleinen Stein klettern kann. Oh. Erschreckt mich nicht so. Da kann sie auch hochklettern. Ist klar. Boah, ey. Hör auf damit, du. Du machst mir Angst. Autsch. 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 Ja. Hier ist alles zu. Moment. Ein bisschen Luft haben wir ja noch. Komm schon, schwimmen. Hier unten ist auch noch irgendwo so eine Maya-Statue. Mal gucken, ob wir die finden. Wartet mal. Die soll... Ach, da ist sie ja. Schon gefunden. Nehmen wir die wenigstens mit, damit wir schon die eine da hinten nicht mitnehmen konnten. Das erinnert mich, das erinnert mich an... Oh, das, welcher war das? Brotherhood? Nee. Revelations? Ja, ihr wisst doch, was ich meine, wo wir hinterher da mit Desmond seine Erinnerung, seine Jugenderinnerung da gemacht haben. Das sieht doch fast... irgendwie, das erinnert mich schon ein bisschen daran. Naja. Rätsel in 2 Minuten lösen. So. So, mal schauen, ob wir es in 2 Minuten hinkriegen hier. Zu weit. Zurück. Zurück. Hallo?
Und. Yes, innerhalb von 2 Minuten gelöst. Schön. Was wird das denn jetzt? Was ist das denn? Hoppa! Wie wunderbar nützlich du doch bist. Du erledigst die, die mir den Rang streitig machen wollen. Du findest Stücke der Prophezeiung und ersparst mir die Mühe. Und wärst du nicht mein Feind, würde ich dich einen Freund nennen. Unsere Ziele können so verschieden nicht sein bei all deiner gewährten Hilfe. Ach. Hallo? Och nö. Ja, jetzt aber schnell. Au! Ja, ich würde mal sagen, Matsche. Ja? Sie hängt fest, hä? Verdammt! Moment. Hä? Wo ist sie? Nicht da. Kann ich... Letzten Kontrollpunkt neu starten. Ja, bin ich mir sicher. Sie hing nämlich fest. Ich hoffe jetzt nicht schon wieder. Ne, jetzt geht's. Sie war nicht gerade gar nicht da. Okay, bei den Steinen muss ich aufpassen. Da müssen wir aufpassen. Läufst du jetzt mal da hoch? Was macht die denn? Blöde Nuss, du. So. Aber ehrlich. Hier lang. Okay. Da ist sie ja. Aveline! Maman? Unmöglich! Ich gab dich in Madeleines Obhut zu deiner Sicherheit. Dich und mein Herz.
Welch grausames Schicksal führt dich her? Und du trägst die Klinge des Feindes? Sag mir nicht... Ich dachte, du seist tot. Versteh mich bitte. Sie wollten mich töten. Mir mein Herz nehmen. Ich wollte dich nie verlassen. Ist es das? Hat Agathe dich geschickt, mich zu töten? Bitte sag mir nicht, dass dein Hass so groß ist. Ich hätte dich nie... Dich töten? Nein, ich kam aus freien Stücken. Aveline, die Scheibe darf nicht in Agathes Hände fallen. Hat er sie? Wäre alles, was ich finden und schützen wollte, seit ich Nouvelle Orléans verließ, zerstört. Woher kennst du ihn? Und wovor hast du solche Angst? Vor langer Zeit. Nein. Tut mir leid, Aveline. Ich hoffe, du kannst mir einst verzeihen. Maman! Wo ist sie denn jetzt hin? Mal hier umgucken. Huch. Erinnerungsnotiz. De Ferre ist tot und die Sklavenkolonie befreit. Also reist Aveline zurück nach New Orleans. Bei ihrer Rückkehr muss sie feststellen, dass sich ihre alte Welt völlig verändert hat. Doch die Identität des Compagnon... Was? Des Compagnima? Bleibt weiter rätselhaft. Ich wollte mich doch da noch ein bisschen umgucken. Manu. Okay, Maman haben wir gefunden. New Orleans. 1771 endlich daheim und das Blatt wendet sich. Die spanische Herrschaft... Ja. Aveline. Ich... Gerald, du siehst mich an wie einen Geist. Ich verließ Chichen Itza, sobald es sicher war. Dann warst du... erfolgreich. De Ferrer... macht uns keinen Ärger mehr. Doch, es steckt noch mehr dahinter. Wie immer. Ja, wäre auch zu einfach gewesen. Ich habe viel zu erzählen. Die Spanier sind unseren Zielen nun wohlgesonnen. Es könnte jetzt leichter sein, den Sklaven zu helfen. Geht es denn wirklich zum ersten Mal friedlich zu in unserer Heimat? Erst mit dir ist es wieder eine Heimat. Ich fürchte, die Willkommensfeier ist nun beendet. Die Arbeit. Es gab einige seltsame Vorfälle. Im Bayou gibt es Ärger mit Männern in spanischen Uniformen. Ach, sagtest du nicht, die Spanier und wir hätten nun dieselben Ziele? Das macht es ja so... seltsam. Arbeiten sie insgeheim für... Das müssen wir herausfinden. Es gibt eine Spur. Ein Informant hat gesehen, wie einige Soldaten bestochen wurden. Für wen? Das finde ich raus. Okay. Aveline, vergisst du denn nicht etwas? Bitte, Gerald, das ist nicht die Zeit. Ich wollte dir nur das hier... Oh, danke. Es ist zu lange her. Aha. Das Lagerhaus verlassen. Okay. Naja, so das mit Avelines Mutter, das habe ich jetzt nicht ganz verstanden, aber bis jetzt noch nicht. Wir gehen erstmal zum Waffenhändler. Wir müssen ja inzwischen wieder ein bisschen Geld beisammen haben, dass wir uns neue Waffen kaufen können. Der Typ pennt da oben drauf ein, auch nicht schlecht. Wo ist der denn? Hier ist er, falsche Seite. Vorräte, voll, okay. Die Pistole haben wir. Den haben wir ausgerüstet. Und dafür haben wir immer nicht genug. Wie. Brauchen wir viel für. Na gut. Dann sparen wir einfach mal ein bisschen.
So. Den Anwerber finden. Verzeihung. Der soll irgendwo da in dem Gebiet sein. Okay, aber der Part ist mal wieder vorbei. Deswegen würde ich einfach mal meinen, wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder, wenn wir hier mit Aveline weiter umherschlendern. Bis dann, Freunde. Ciao.